In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Selbstmordanschlag mindestens 6 Menschen getötet worden. Ein paar weitere wurden nach Angaben des Innenministeriums verletzt. Der jugendliche Attentäter sprengte sich im dichten Berufsverkehr an einer Hauptstraße in die Luft. Was genau das Ziel des Anschlags gewesen ist, sei noch unklar. In der Nähe des Tatorts befinden sich ein Büro des Geheimdienstes, die US-Botschaft und das NATO-Hauptquartier. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters bekannte sich die Terrormiliz IS zu dem Anschlag. Bei einem weiteren Anschlag im Süden Afghanistans wurden in der Nacht auf Montag ebenfalls 6 Menschen getötet.